Du Nadja Jolie, Echo-Preisträgerin auch. Du frierst. Ein bisschen, aber es geht. Ich bin schon gewöhnt, weil alle Fotoshootings waren im sehr kalten Oktober oder November gemacht. Also kein Problem. Innerlich bist du warm sozusagen. Genau, ich bin aus Georgien, das ist normal. Man gewöhnt sich an alles. Klassische Musik mit dem roten Teppich. Gut oder braucht die Klassik das gar nicht? Warum nicht? Das ist auch ein Teil von unserem Beruf und es ist auch angenehm. Das ist nicht alles natürlich. Das ist nicht ganz wichtige Seiten von klassischer Musik. Es gibt noch tiefere und künstlerische Seiten auch, aber das ist auch angenehm. Es gibt auch Motivation zu jungen Menschen wie ich zum Beispiel. It depends on my mood because I have very, I guess, extreme personality. Like sometimes I feel like I need to give all my energy and sometimes I feel very soft. So if I feel very soft and intimate, I love playing Handel Menuet, G minor. And energetic pieces, I love playing Mephistovals, for example, of Liszt.
Katia, un nouvel album consacré à Schubert. Pourquoi Schubert après Rachmaninoff? Tout simplement parce que je pense que dans la musique, je cherche un petit peu d'arrêter le temps. Et Schubert nous permet, avec sa musique, avec sa personnalité musicale et son état d'âme dans sa musique, nous permet de ralentir le temps, même arrêter le temps et apprécier plus les nuances du quotidien, la beauté des nuances du quotidien et aussi connaître un peu mieux, savoir l'art de la patience. Un mot de la couverture, on vous voit allongé à fleur d'eau, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à Schubert, à sa musique et mon imagination, mon ressenti pour sa musique. Dans sa musique, en général, il y a beaucoup de féminité, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de justement apprécier la beauté plutôt faible, disons, chez un être humain et dans la nature et en général dans tout ce qu'on voit, l'amour, parce que vulnérabilité, l'amour, ça passe bien ensemble. Et cette partie est très présente dans sa musique. En même temps, ça coule avec la fleuve qui coule tranquillement. Thank you.
Katja Bunyatishvili. Guten Abend. Guten Abend. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bunyatishvili. Es war perfekt. Haben Sie geübt? Oder? Ja. Danke. Das muss ich ehrlich sagen, ich habe es wirklich geübt. Das ist wirklich nett. Sie sprechen insgesamt 5 Sprachen. Ja, leider Deutsch habe ich seit langem nicht gesprochen. Corona hat auch nicht geholfen. Und das ist mein erstes deutsches Interview seit einigen Jahren schon. Mhm. Und ich bin ein bisschen nervös, aber Sie werden mir helfen. Sie sprechen dazu noch Französisch, weil Sie ja auch in Paris leben. Ja. Georgisch logischerweise, Englisch, Russisch. Ja. Damals in der Schule wahrscheinlich auch gelernt, Russisch? Ja, ja, am Anfang. Dann später nicht mehr, weil es ist nicht mehr unbedingt notwendig, Russisch zu lernen. Einfach, ich wollte lernen, weil ich mag russische Literatur und ich wollte im Original lesen. Und, Stichwort ja. Dostojewski. Dostojewski und Tschechow, das ja, waren den Sie schon mit 10 Jahren gelesen haben. Also das nur mal so ganz kurz ja, am Rande. Ja, woher wissen Sie das? Ja, richtig. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ich war ein bisschen so wie ein Monsterkind, weil mir war lieber mit Büchern und meine Fantasie irgendwie als Introvert zu leben, als mit anderen Kindern zu spielen. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Also Deutsch so gut weiß ich nicht, ob es so gut ist, aber ich habe in Wien gelernt, ich habe dort studiert und das war meine 5. Sprache, was ich ziemlich spät gelernt habe. Ich war 19 Jahre alt.